In England wurde vor 200 Jahren das erste Klo mit Wasserspülung erfunden. Das war der Vorläufer für das Klo, wie wir es heute kennen. Dieses Wasserklo ist seitdem ein voller Erfolg. Doch es hat auch einen Haken. Tag für Tag spült jeder von uns dadurch 40 Liter feinstes Trinkwasser einfach so durchs Klo. Wir haben also echte Luxusklos. Diesen Luxus können wir uns nur erlauben, weil es bei uns genügend Wasser gibt. Doch in vielen Gegenden der Erde ist das nicht so. Dort herrscht Wassermangel. Deshalb haben Milliarden von Menschen keine richtigen Toiletten. Sie verrichten ihre Notdurft einfach irgendwo im Freien. Doch dadurch verunreinigen sie das Grundwasser, von dem sie aber auch wieder trinken müssen. So werden gefährliche Krankheiten übertragen und viele Menschen sterben. Deswegen suchen Forscher nach einer Toilette für diese Länder, die auch ohne viel Wasser funktioniert. Wissenschaftler in Frankfurt sind der Lösung auf der Spur. Und das hier ist die Toilette, die helfen soll, dieses Problem zu lösen. Philipp, du forschst an dieser Toilette. Wie funktioniert dieses Teil denn? Also wir haben hier eine wassersparende Trenntoilette. Und das Tolle daran ist, der Urin läuft in den vorderen Teil und das Braune in den hinteren Teil. Braun und Gelb wird hier sozusagen getrennt? Genau. Und Urin landet hier? Genau. Für den vorderen Teil, für den Urin, brauchen wir gar kein Wasser zum Spülen. Sie hat ein extra Rohr. Und, Ach, das läuft hier einfach ab. Also Pipi hier vorne rein, das läuft ab. Da muss man nicht nachspülen. Genau, nur für den braunen Teil müssen wir nachspülen, aber die Spülung verbraucht weniger Wasser als eine normale Toilette. Das heißt, das ganze System ist sehr, sehr wassersparend. Genau. Und das landet dann wo? Was macht ihr damit mit dem Zeug? Wir haben im Keller einen großen Tank und da sammeln wir den Urin. Und was wir damit dann später machen, erkläre ich dir dann, wenn du hier fertig bist. Ja, ich muss ja erstmal was liefern, dass wir uns das angucken können. Ne? Okay, raus mit euch. Also erstmal Pipi machen. Durch die Löcher fließt der Urin in der Trenntoilette direkt in ein Rohr und das führt zu den Tanks im Keller. Genau dahin folgen wir dem Pipi. Wir nehmen allerdings den Weg durchs Treppenhaus. Durch eines dieser vielen Rohre ist mein Pipi hier nach unten gekommen und ich glaube, ich höre es auch schon wieder gluckern. Da ist jemand nach mir aufs Klo gegangen anscheinend. Das landet dann jetzt wo? Hier in diesen Dingern? Genau, wir haben hier vier große Tanks. Hier wird der Urin von 400 GEZ-Mitarbeitern gesammelt. Also das Pipi von einem Mitarbeiter landet hier? Genau. Wie viel ist da drin? Wir haben hier einen Füllstand, der etwas über der Hälfte liegt und damit sind über 1000 Liter in diesem Tank. Also in diesem Rohr, das zeigt nur an, wie viel drin ist? Genau, das zeigt nur den Füllstand an. Das ist aber Urin hier? Genau. So, was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Wir nehmen eine Probe und dann geht's eine Etage tiefer. Okay. Direkt aus dem Tank füllen wir uns ein bisschen Urin ab. Boah. Das riecht ziemlich extrem. So ein bisschen wie auf dem Schulklo. Mit der Urinprobe geht's noch ein Stockwerk tiefer. Was damit passiert, weiß ich immer noch nicht. Aber hier unten soll ich's endlich erfahren. Die Probe kommt erstmal zur Seite, denn jetzt drückt Philipp endlich mit der Sprache raus. Jetzt lüften wir mal das Geheimnis, was hinter der Urinsammlung steckt. Ja, du machst es aber auch echt spannend hier. Was macht ihr damit? Und zwar gewinnen wir aus deinem Urin und aus dem Urin von allen Mitarbeitern hier Phosphordünger. Dünger? Ihr macht ganz normalen Dünger da draus? Genau. Um Pflanzen zu düngen? Genau, Dünger, den jeder Landwirt in der Landwirtschaft braucht. Aus meinem Pipi wird Dünger gemacht und das passiert in dieser Maschine hier? Genau, und zwar in dieser Anlage befindet sich ein Behälter, der wie ein Trichter aussieht. Da wird der Urin aus den Tanks hineingefüllt und zusätzlich kommt dann Magnesiumoxid hinzu. Es kommt zu einer Kristallbildung, also aus dem Flüssigen wird etwas Festes und kommt dann in diese Filterbeutel. Mit unserer Pipi-Probe schauen wir uns das nochmal ganz genau an. Rein mit dem Magnesiumoxid, einmal gut umrühren und innerhalb weniger Minuten setzen sich die Kristalle am Boden ab. Das Ganze schütten wir in einen Filterbeutel, wie er auch in der Anlage hängt. Also seid froh, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, weil es riecht nicht gut. So viel kann ich sagen. So, jetzt tropft das hier. Wir haben uns ja nur mit dem Gelben beschäftigt, mit dem Pipi, aber natürlich gibt es auch das Braune, das landet auch im Klo. Was macht man damit? Genau, mit dem Braunen machen wir im Moment leider noch nichts, aber bald werden wir das Braunwasser mit einem Bioreaktor behandeln und
werden das Wasser, was dann gereinigt ist, wieder in der Toilettenspülung einsetzen und die Feststoffe kompostieren und danach in der Landwirtschaft als Dünger ausbringen. Das heißt, selbst bei dem Braun ist es möglich, da noch was rauszuholen, Wasser und Dünger. Aber wir sind ja jetzt hier bei unserem Pipi und da will ich mal wissen, wie das aussieht, was jetzt rausgekommen ist. Unser erstes Ergebnis, wie du siehst, ist so eine Paste und hier drin steckt jetzt unser Phosphordünger. Aber das ist ja wirklich ein Riesenaufriss, den wir hier machen. Total aufwendig, ne? Für so ein bisschen Phosphor. Warum machen wir das? Phosphor ist eine endliche Ressource, das heißt, wir haben nur eine gewisse Menge auf der Welt zur Verfügung. Aber die Pflanzen brauchen Phosphor, damit sie überhaupt wachsen können und wir brauchen die Pflanzen, damit wir Nahrungsmittel haben. Mhm. Deswegen ist das ein Lösungsansatz, wie wir mit dieser begrenzten Menge überhaupt auskommen können. Also ihr schlagt zwei Fliegen mit einer Klappe mit eurem Klo, Wasser sparen und an Phosphor kommen. Genau. Super. Das ist noch eine feuchte Masse. Wenn das Ganze getrocknet wird, ist es so ein Pulver, was wir in ein Fläschchen abgefüllt haben. Und das würde ich dir jetzt einfach mal mitgeben. Das ist der Dünger. Danke dir. Und den nehme ich mit.